Rechner lassen wir auch heute mal. Soll ich die Polizei drum kümmern? Wir müssen mal weiterkommen heute. WKCTVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Wow. Wow, wow. Ich und mein Chaos. So. Hier kann ich schön rasen. Mach das nicht zu Hause noch. Oder im Auto oder wo auch immer. So. Wie das enden kann, habt ihr ja schon in ein paar Folgen von mir gesehen. So, und hier durch und... Gott, ich hab's langsam raus. Warum möchte ich einfach meine Klappe behalten? Gott. Was ist dein Problem? Dann mal los. Mit Bedbug gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Okay. Welche ist denn Bedbugs Wohnung? Ah. Ja, es geht bestimmt wieder über Zeit. Ja. War sogar tatsächlich mehr, das, was ich sagen wollte. Mhm. Moment mal. So. So, jetzt müssen wir eins von unten kommen. Arbeit, Grammar, Arbeit! Du hast einen Job? Warum sagst du das nicht? So ist es nicht, Grammar. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bedbug. Ach bitte, Grammar. Bedbug bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Och, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja,
ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Die Großmutter ist mir sympathisch. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Yep. Cool, yeah, wie Rock'n'Roll. Warum macht der Rock das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut! Da können wir ja außen rumfahren. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, Bi. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Okay. Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, B. Beschissen, Mann. Ich sehe so. Hat noch nie gevögelt und vor seine Mom abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Okay. Anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Oh, Kacke. War keine so gute Idee, glaube ich. Mist. Okay, okay, keinen ausschalten. Keinen ausschalten. Verdammt. Gar nicht. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann.
Ich sehe so. Wir wollen's nicht. Das gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Mist. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. So, ich bleib jetzt erstmal hier hocken. Mist. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht? Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das sagen kann, werde ich dich nicht vergessen. Oh. Ah. Ach, Mann. Ich muss es anders machen. Gar nicht. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Ach, Mann. Ja, das war nix. Ich denke mal, den Bildschirm werden wir jetzt noch öfter sehen. Gar nicht. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Echt schon. Jetzt sind wir die Bullen. Du bist irre. Ja, wunderbar, so klappt's auch. Hör auf zu fluchen, Mann. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Ja, kennen wir ja schon. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, wie? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Wunderschön. So, wo gehst du jetzt hin? Ich kann die schon mal hacken. Yep.
Was ist denn da? Das merke ich mir mal. Rabbit, was geht? Ich habe was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Ja. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich. Ah! Perfekt, Mann! Rabbit will Iraq beklaut. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Beim Rauswesen. Ihr macht das. Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Okay. Das klappt nicht. Okay, los. Bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Tja, lief nicht ganz so gut wie gehofft, aber naja. Wir sind halt nicht Morpheus, ne? Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja,
und treff dich dann da. Okay. Cool. Ich jogge nur noch schnell rüber. Dann hole ich mir nämlich noch schnell den Turm, wenn ich jetzt auf die Schnelle schaffe. Und dann erst mach mal Feierabend. Kein Zug, kein Zug, kein Zug. Im Ernst. So, hat ja noch geklappt. So, wunderschön. Sind wir auch ein Level gestiegen? Moment. Fortschritt. Ach Quatsch, nix Fortschritt. Fähigkeiten bauen. Na. Ne, mit einem Punkt kommen wir nicht weit. Gut, ich würde sagen, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Bis dann, tschüss euch.